Jetzt hat sich bestimmt gerade ein hellgrünes Wallan angefressen. Mit Sicherheit. Na, lauf. Ah, da sind wieder Sachen. Nehmen wir natürlich mit. So, dann gucken wir mal, Mensch, nach Gelb. Ja, das würde ich sagen, passt. Gelb, Grau, Grün brauchen wir noch. Ja, jetzt habe ich da ein zu viel. So, Schwarz haben wir fertig. Wir haben Hellgrau fertig. Wir haben Grau fertig. Wir haben Gelb fertig. Wir brauchen nur noch Hellgrüne. Und es ist ja auch nicht mehr viel. So. Die andere packen wir dann gerade mal aus. Das packen wir dahin. Leder habe ich nur 2 Stück, das ist echt wenig. Wir gehen jetzt nochmal die Kühe füttern. Und machen noch diese hellgrüne Wolle fertig und dann würde ich eine Aufnahmepause machen. Und das nächste Mal machen wir dann die Schneefarm fertig. Was heißt Schneefarm? Ja, wir machen das halt so wie da auch, nur dass der Schnee im Liegen bleibt. Ich denke, das kann man dann schon Schneefarm nennen. Hoffe ich. Kein hellgrünes, ne? Das ist wie ein Fluch. Das ist echt übel. Ich brauche hier nur Kühe, Leute. Nur Kühe. Die Schafe werde ich dann sowieso demnächst alle killen. Naja, zumindest die Hälfte. Dass wir ein bisschen mehr Ruhe drin haben wieder. Also die hellgrünen funktionieren nicht. Die wollen nicht. Ist die Frage, wie machen wir das? Wie regeln wir das? Ich habe noch 2x Kakteen im Ofen. Wäre also machbar, dort nochmal Farbstoff zu machen. Machen wir. Weil das bringt ja so nichts. Wir warten uns da ja echt doof. Allerdings habe ich da keine Kohle mehr drin. Und da habe ich auch keine mehr. Da auch nicht. Da auch nicht. Und da auch nicht. Na, willkommen. Eichenholz nehmen wir. Na, 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 na. Ach, vielleicht kann ich das ja auch mit Holz machen, ne? Reicht das dafür? Ja. Da müsste ich jetzt ja 2 rauskriegen. Ja. Und das würde uns ja schon reichen. Wo habe ich eigentlich die hellgrüne Wolle hingepackt? Hatte ich die mit nach oben gemacht? Ich muss doch wissen, wie viele. Ja. Hatte ich. Nach unter da. Das hat nicht mehr gereicht. So, dann zack. Damit wir dann genug Kohle auch dann demnächst wieder haben. Ich würde gleich nochmal schnell bei den Dorfbewohnern gucken gehen. Ja, es wird dunkel. Naja, dann sind die wenigstens alle in den Häusern, ne? Toll, jetzt hat das Hellgrüne wieder Wolle und hat mir gleich 3 Stück gegeben. Da hinten auch. Da könnt ihr schreien, oder? Also ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht, aber da könnte man echt schreien. So, hellgrüne Wolle fertig. Ich hake das mal eben schnell ab. Und dann gehen wir zu den Bewohnern hier. Hallo? Ich brauche irgendwer, der Melone verkauft. Du nicht. Du könntest eventuell... Aber ich glaube, der Metzger oder so verkauft Melone. Müsste ich mal einen suchen.
keiner. Na, du verkaufst auch nur wieder das und du willst ja nicht handeln. Hier. Aber der Fleisch, Rindfleisch. 16 Stück, okay, kann ich besorgen. Oh, die will Diamanten. Für einen Smaragd. Also Rindfleisch. Da sollte ich noch was im Lager haben. So, Moment. Schnell schlafen. Na, doch nicht so ruckeln. Und dann besorgen wir Rindfleisch und gehen nochmal zu den Dorfbewohnern. Das machen wir noch schnell, dann kriegen wir vielleicht das noch auch noch fertig. Also zumindest, dass wir die Melonen mal haben. Dass wir eine Melonenfarm erstellen können. Weil ich glaube, ich brauche auch eine vergoldete oder sowas. Leder kommt da auch rein. Da habe ich rohes Rindfleisch. Das reicht aber nicht. Dann sollten wir vielleicht nochmal Kühe vermehren gehen. Um mal die Schafe dort ausdünnen. So fies sich das auch anhört, aber die brauchen wir eigentlich nicht mehr jetzt. Na, guckelt doch nicht immer so rum hier. Ich meine, das ist ja schon fies, ne, jetzt einfach die Schafe zu killen. Aber das ist hier so voll. Eier. Also ein paar Schafe lasse ich, so 2, 3 Stück oder so. Das erlösen wir auch mal. So. Jetzt wird das hier schon um einiges leerer. Sehr schön. Oh, das war ein Schaf, keine Kuh. So, auf die Schweine so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da habe ich nur 2 Stück von. Und das wäre schon echt blöd, wenn ich die killen würde. So, das reicht. Ja, das reicht dicke. Was machst du eigentlich immer hier vorne? Nein, die will nicht handeln. Da komme ich nicht durch wegen der blöden Kuh. Was hast denn du im Angebot? Nee. Und du bist aus so dem Bibliothek-Fuzzi. Da ist ein Metzger. Gucken, wie er sich jetzt ändert. Da habe ich nicht. Aber bei dem könnte man das auch nochmal probieren. Das ist ein Farmer. Lederhose. Ich weiß jetzt nicht, bei wem das war. Ob das bei diesen Metzgern war. Oder ja, wie man die auch immer nennen soll. Oder bei den Farmern, wo ich Melone kriege. Ich weiß nur, dass ich Melonen von den Dorfbewohnern erhandeln kann. So.
auch. Dann suchen wir den Typen jetzt nochmal. Hallo, da ist er. Und was hast du jetzt im Angebot? Äpfel. Na, gib her. Wolle. Ja, hätte ich, aber will er mich veräppeln? Verdammt. Der Papier. Da hinten ist noch ein Metzger-Typ. Irgendwo. Da. Ich bin vorbeigelaufen. Ach, das ist... Nee, das ist der nicht. Ach, Mann. Okay, wisst ihr was? Ich guck das nach. Und wir machen das dann beim nächsten Mal, wenn ich weiß, wer das hat. Also ich bin der Meinung, der hier... 15 Wolle haben wir ja auch. Das ist ja kein Ding. Die würde ich jetzt nochmal eben besorgen und die Smaragde nochmal mitnehmen und mal einfach mal ein bisschen handeln. Mal schnell gucken, was wir da so erreichen können. Mensch, hier ruckelt das immer. Die packe ich jetzt mal aus. Einfach um ein bisschen Platz zu haben. Und die Smaragde nehmen wir mit. So, und dann geht das los. Schauen wir mal. Was die so zu sagen haben, sich der Futz da. Der mir eventuell dann noch eine Melone verkauft. Hallo, hallo, nicht weglaufen. Ich will mit ihnen handeln. Uno, änderst du dich? Ja. Nee. Tut er nicht. Ändert sich nicht. Hallo. So. Ich habe nur einen von diesen Futz. Ja. Ah, der will mich doch veräppeln, ey. Komm, wir kaufen einfach mal alles so querbeet. Hat immer noch die Schere. Die brauchen ewig, um ihr Angebot zu ändern, ne? Der ändert sein Angebot nicht. Ne. Ich hab schon eine Lederhose, ich brauche jetzt nicht noch eine. Das kann so knicken. Habe ich nicht irgendwo noch so einen Farmerfutz? Hallo? Du bist ein Bibliothekstyp. Eine Spitzhacke für 7 Smaragde. Ne, die habe ich umsonst. Ja, ich würde behaupten, uns fehlt so ein Pharma-Typ. Lederkappe, nee.
Gut, handeln wir mit dem noch eine Schere. Vielleicht bringt das ja was. Und mit dir eben so eine Kappe. ...14 Hühnchen willst du für 1 Smaragd. Okay, kannst du kriegen. Ich habe gleich keine Smaragde mehr, aber dafür habe ich einen Haufen zu essen und so. Aber es müsste der Farmer sein mit den Melonen. Jetzt was anderes? Nö. Also zu essen brauchen wir gar nichts mehr machen, nie wieder. Du bist doch der Schmied oder sowas, ne? Eine Lederhose. Boah, ich Lederhose dir auch gleich eine, du. Der Farmer wollte rohes Hühnchen. Kann er bekommen. Allerdings erst beim nächsten Mal. Dann gehen wir doch glatt nochmal die Hühner vermehren. Ich habe noch Eier dabei, die schmeißen wir hier rein. Da kommen überhaupt gar keine bei raus. Mann. Noch 4. Geh doch da weg. Das Huhn will nicht. Eier, die sammle ich alle ein. Hier ist auch noch ein Huhn, was festsitzt irgendwie. Das hat sich doch gelohnt. Es waren gleich 4. Gut, wunderbar. Dann haben wir da ein paar Hühner. Wieder mehr. Die wird dann... Arschloch. Also so ein Arsch. Wo kam der jetzt schon wieder her? Ach, ich weiß, wo der herkam. Ich kann es mir zumindest denken. Komm hierher. Da. Da wird er irgendwo hergekommen sein. Oder von oben. So, wir schlafen. So, und dann würde ich jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen und wir machen das nächste Mal weiter. Bis denn, ciao.